Heute reden wir über die wahrscheinlich wildeste Rap-Szene überhaupt. Und zwar die New Yorker Drill-Szene. Denn seit einigen Jahren ist die Brooklyn-Drill-Szene regelrecht am explodieren. Die Stadt wollte entgegenwirken und begann, Gang-Razzien durchzuführen, um so viele Gangmitglieder wie möglich festzunehmen. Die Lage spitzte sich so zu, dass der Bürgermeister der Stadt, Eric Adams, bei einer Pressekonferenz bekannt gab, dass er die Drill-Musik gerne verbieten möchte. Um gegen die neue Drill-Bewegung anzukommen, griff er sehr hart durch und eröffnete sogar eine Polizeieinheit, die die Online-Accounts von jedem aus der Drill-Szene überwachen sollte. Die Schießereien in der Stadt stiegen von 200 auf 500 im letzten Jahr, die meistens von jungen Kids im Alter von 13 bis 15 Jahren begangen wurden, die sehr oft durch die Hinterhöfe lungern und Roller benutzen, um mitten am Tag Drive-Bys durchzuführen. Also macht euch bereit, ein paar sehr wilde Dinge zu sehen. Denn heute schauen wir uns die New Yorker Drill-Szene an. Um alles zu verstehen, müssen wir in die Bronx schauen, wo seit Jahren schon die verrücktesten Gangs entstehen. Es gibt sogar Gangs, die sich mit Squid Game-Kostümen verkleiden und die Nachbarschaft unsicher machen. Und der Grund dafür ist die Drill-Musik, die in den letzten Jahren überall zu hören war und für Schlagzeilen sorgte. Dank den Gangs hat die Bronx die höchste Schulabbrecherquote in ganz New York, denn die Kinder können nicht mal in Ruhe zur Schule gehen, da viele Schulen in gefährlichen Gebieten liegen. Mittlerweile werden mehr als die Hälfte der Highschool-Schüler mit einem Metalldetektor durchsucht, um die Bandenschießereien zu verhindern. Doch die Kids werden trotzdem immer radikaler. Den Jungen, den ihr gerade seht, ist Shai K, einer der bekanntesten Rapper aus der Szene. Er kommt aus den Cortland Projects in der South Bronx, eine Gegend, die für Erpressung bekannt ist. Im Jahre 2009 wurden die Cortland Projects bei einer Polizeirazzia namens Operation Bad Apple durchsucht, bei der 52 Personen wegen organisierter Verbrechen und Bandenverschwörung verhaftet wurden. Die NYPD baute sogar ein Polizeigebäude direkt gegenüber von den Projects, obwohl ein Polizeirevier und ein Gericht nur wenige Blocks entfernt sind. Shai K, der für seine sehr tiefe Stimme bekannt ist, die nicht wirklich zu seinem Gesicht passt, ging schon seit seiner Kindheit auf eine Schule, die in einem feindlichen Viertel lag, nur ein paar Gehminuten von seinem Viertel entfernt. Aufgrund dessen war er sehr oft in Streitereien mit der gegnerischen Gang namens YG verwickelt, weswegen er schon mit 12 Jahren Dinge wie YG Killer postete. Die YGs oder die Young Gunners ist die berüchtigste in der Bronx entstandene Gang, die im Jahre 2003 in den Mod Haven Houses und den Patterson Houses nur 10 Minuten von Cortland entfernt gegründet wurde. Über die Jahre entstanden Dutzende YG-Sets, die alle unter dem Namen YG aktiv waren. Sie übernahmen sehr viele Blocks, die sich über die gesamte Bronx erstreckten, sodass andere Blocks, die in der Nähe lagen, ihre eigenen Gangs gründeten, um den YGs entgegenzutreten. Den Anführer der Gang, namens Drew Heff, konnte man sogar im Shotcaller-Video von French Montana sehen. Drew wurde leider einige Jahre später in einer Shisha-Bar erschlagen. Seine Angreifer schlugen mit dem Glasfuß einer Shisha auf seinen Kopf und als das Glas der Shisha dann zersprang, nahmen die Angreifer den Metallstab der Shisha und schlugen weiter auf seinen Kopf ein. Nachdem er eine Woche im Koma lag, verstarb er leider. Doch genau solche Ereignisse werden oft von den Gegnern der YGs genutzt, um sie in Songs oder auf sozialen Medien zu provozieren, obwohl die YGs selbst berüchtigt für Gewalt sind, wie ein Vorfall im Jahre 2012 zeigt. Am 16. April des besagten Jahres tranken einige YG-Mitglieder ein paar Drinks am Block und diskutierten, wer in der Crew der härteste sei. Da sie sich gegenseitig hochpushten, machten die Jungs wenig später einen Spaziergang und gingen ins feindliche Viertel, um zu sehen, wen sie aus der gegnerischen Gang erwischen könnten. Doch die Gebäude in Cortland waren alle leer. Wenig später sahen sie jedoch den 16 Jahre alten Jungen namens No Abala, alias Moses, der gerade alleine vorbeilief. Er war ein sehr schlanker Junge und wog wahrscheinlich nicht mal 50 Kilogramm. Doch die YGs jagten ihn, warfen ihn zu Boden und traten so lange auf ihn ein, bis er verstarb. Noahs Tod wurde in Dutzenden von Drill-Songs erwähnt. Der wahrscheinlich bekannteste YG-Rapper ist D-Thang. Er veröffentlichte einen Song namens Wedgie Man, in dem er nicht nur Noah disste. Denn allein schon der Songname Wedgie Man ist ein Seitenhieb an den Rapper Shai K, der auf Kamera dabei erwischt wurde, wie er einen Wedgie bekam. Wedgie heißt übersetzt so viel wie jemanden die Unterhose hochziehen. D-Thang nutzte schon seit Beginn die sozialen Medien, um mit kriminellen Taten zu polarisieren. Er sagte beispielsweise einmal in einem Livestream, dass er eine Taube erschießen werde, wenn er mehr als 100 Zuschauer bekommt. Und als dann mehr als 100 Leute zuschauten,
zog er die Tat eiskalt durch. D-Tanks Heimatsort, die River Park Towers, die auch Death Towers genannt werden, bestehen aus zwei 44-stöckigen und zwei 38-stöckigen Gebäuden, die über dem Harlem River aufragen. Vor ca. 8 Jahren wurden aus dieser Gegend ca. 20 hochrangige Gangmitglieder von der Bundesbehörde geschnappt, um die Gangs endlich auszulöschen. Dazu wurden noch sehr viele Sicherheitskräfte eingestellt und Kameras installiert, um den Drogenhandel einzudämmen. Doch trotz den ganzen Maßnahmen übernahmen die Jugendlichen aus dem Viertel nach einigen Monaten das Ruder und setzten den Drogenhandel und die Raubüberfälle weiter fort. Die Behörden fanden sogar illegale Waffen in Musikvideos und konnten sie mit echten Schießereien in Verbindung bringen. Da New York City immer ein sehr strenges Waffengesetz hatte, fragen sich sehr viele, wie die ganzen Jugendlichen überhaupt an solche Waffen gelangen. Doch in den Zeiten des Internets ist wirklich alles möglich. Die Jugendlichen aus New York bauen sich sogenannte Ghost Guns, aus Waffenteilen, die sie aus dem Internet bestellen und damit nicht mehr zurückverfolgbar sind. So wurde es jedes Jahr immer gewalttätiger. Es gibt sogar Familien, die sich gegenseitig bekriegen, nur weil sie aus verschiedenen Gangs kommen. Wie beispielsweise D-Tang und K-Flug, die eigentlich Cousins sind, sich aber sogar in Livestreams gegenseitig bedrohten. K-Flug kommt aus Little Italy und ist ein Teil der DOA oder Dead on Arrival Gang. Seine Gang besteht aus 5 Blocks, die von den gegnerischen Gangs, den YGs und den Drillies, umzingelt sind. Da K-Flug seine Gangaktivitäten regelmäßig auf sozialen Medien teilte, wurde seine Musik immer bekannter, bis er Millionen von Klicks generierte. Er lud sehr oft gegnerische Gangmitglieder in seinen Livestreams ein, nur um sie zu beleidigen. Genauso wie bei der Videoaufnahme, die ihr gerade seht. Der Junge, mit dem K-Flug gerade redet, ist Raw G's, ein YG-Mitglied aus dem 800 Block, der etwa 15 Minuten von K-Flugs Viertel entfernt liegt. Nach dem eben gezeigten Gespräch mit K-Flug veröffentlichte Raw G's ein Diss-Track namens Real Facts gegen K-Flug und fing an, sich auf die Suche nach ihm zu machen. Am 11. Juni 2021 fuhren dann ein paar YG's-Mitglieder zu K-Flug ins Viertel, wo sie den gerade mal 13 Jahre alten Jungen J-Rip sahen. Einer von den YGs sprang daraufhin sofort aus dem Auto, zog seine Waffe und schoss ein ganzes Magazin auf J-Rip, der in ein nahegelegenes Café flüchtete und dort leider verblutete. Das Café, wo er sein Leben verlor, war genau gegenüber von der Wohnung, in der K-Flug lebte, sodass die Tat sehr schnell die Runde machte. Also machten sich einige Freunde des ermordeten J-Rip auf die Suche nach YG-Mitgliedern, um sich zu rächen, und fanden nur 7 Stunden nach der Tat Raw G's in einem Uber sitzend. Also fuhren sie mit 2 Rollern zu dem Uber und schossen mehrere Male durchs Fenster auf Raw G's, der gerade an seinem Handy tippte. Er war auf der Stelle tot. So verloren innerhalb eines Tages 2 junge Männer ihr Leben. Währenddessen wuchs K-Flugs Ruhm immer weiter, sodass er das erste Mal zu einem Auftritt gebucht wurde. Da die Gegner von K-Flug aber davon Wind bekamen, sind auch sie zum Auftritt gegangen, sodass es eskalierte. 5 Menschen wurden direkt vom Club angeschossen und einer wurde gestochen. Da es so viele Verletzte gab, nahm einer der Sicherheitskräfte einen Bus, um die Verletzten ins Krankenhaus zu fahren. Doch daraufhin wurde sogar der Bus beschossen, da die Angreifer dachten, dass auch K-Flug im Bus sei. Der konnte aber in der Zwischenzeit unverletzt entkommen. Am nächsten Tag trat K-Flug überraschend beim Rolling Loud Festival in New York auf, geriet jedoch wieder mit einem Künstler aus der Bronx in eine Schlägerei, weswegen er ein lebenslanges Hausverbot auf dem Rolling Loud Festival hat. Doch trotz oder vielleicht gerade wegen den ganzen Streitereien stieg sein Bekanntheitsgrad täglich. Und obwohl er langsam Geld mit der Musik verdiente, war er immer noch in kriminellen Machenschaften verwickelt. Am 10. August 2021 fuhr K-Flug in einem Mietwagen zu den River Park Towers, den Gebäuden, in denen sein Cousin D-Tang lebte, und sah dabei ein gegnerisches Gangmitglied, auf den er schoss. Nur eine Woche später wurde K-Flug von Undercover-Polizisten in Yonkers angehalten, die eine Waffe in seiner Socke fanden, was nach den Gesetzen von New York eine Strafe von 3 bis 5 Jahren bedeutet. Doch schon am nächsten Tag prahlte er auf sozialen Medien damit, dass er sich eine neue Waffe gekauft habe. Er war so verrückt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er geschnappt wurde. Und so war es dann auch, 3 Monate später. Am 16. Dezember 2021 ging K-Flug frühmorgens an einem Friseursalon in Harlem vorbei und geriet in eine Konfrontation mit einem Mann. Daraufhin zog K-Flug seine Waffe und erschoss ihn, während Überwachungskameras die Szene aufzeichneten. Einfach unglaublich. Der gehypteste Rapper der Stadt wurde dabei gefilmt, wie er in Designerkleidung von Kopf bis Fuß ein gegnerisches Gangmitglied tötet. Die Schuhe, die er im Überwachungsvideo trägt, sind die gleichen unveröffentlichten und sehr seltenen Jordans, die er nur wenige Tage zuvor in seinen sozialen Medien präsentiert hatte. Was das Ganze noch verrückter macht, ist, dass K-Flug nur wenige Minuten bevor er den Mann erschoss, über FaceTime seine Waffe zeigte und dabei seine Gegner bedrohte. Da die Gewalt immer weiter eskalierte, griff die Polizei immer härter durch
und verhaftete sehr viele Drill-Rapper aus New York. Im April 2022 wurden 20 Mitglieder der Drill-Szene mit einem RICO-Case verhaftet. Und nur einen Monat später wurde D-Thang und 22 seiner Bandenmitglieder ebenfalls festgenommen. Nur 6 Monate später ereignete sich dann ein nächstes trauriges Schicksal, als einer der bekanntesten Rapper aus Harlem namens E-Dot Baby sich das Leben nahm. Und das alles war nur ein sehr kleiner Einblick in die New Yorker Drill-Szene. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann schaut euch gerne die Bronx-Doku von Reezy Machiavelli an, die bald erscheinen wird. Aber ich denke, jetzt konnten wir zumindest einen kleinen Einblick in die verrückte New Yorker Drill-Szene bekommen. Was sagt ihr zu dem ganzen sehr kontroversen Thema? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Shoutout an TrapGig, der mir die Rechte gegeben hat, seine Videos zu übersetzen. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gerne.